Natürlich denke ich, es ist ja wie bei allem, wenn man gewisse Dinge verbietet und das darfst du nicht, das darfst du nicht, dann musst du kontrollieren und wenn du kontrollierst und findest was raus, dann musst du reglementieren und ich denke, dass wir das alles nicht nötig haben, sondern die Spieler so erfahren sind, dass sie genau wissen, was gut für sie ist und was nicht und deswegen denke ich, muss man den Spielern auch gewisses Vertrauen geben und deswegen gibt es da jetzt nicht so viele Vorgaben. Heute haben die Spieler der deutschen Nationalmannschaft einen ganzen Tag frei und müssen erst um 23 Uhr wieder zurück im Hotel sein, das hinter mir zu sehen ist. Gestern schon gab es keine Schlafpflicht im Hotel und wahrscheinlich werden auch im Laufe des Tages wieder Bilder kommen von Müller beim Golfen oder Mario Götze beim Mountainbikefahren. Gestern ging es ganz gemütlich zu. Die Spieler, die gegen Nordirland auf dem Rasen standen, hatten ein wenig Gymnastik im und neben dem Pool. Vor allen Dingen auch Kimmich und Gomez hatten das wahrscheinlich nötig, die zusammen als eingewechseltes Duo daran beteiligt waren, ungefähr 30 Torchancen gegen die Nordiren herauszuarbeiten. Wie gesagt, jetzt ist ein bisschen Generation, ab morgen wird sich wieder auf das Spiel vorbereitet. Und ich bin mir sehr sicher, dass Kimmich wieder spielen wird. Die Kollegen, mit denen ich nach dem Spiel sprach, waren alle sehr zufrieden mit ihm. Zum Beispiel Müller, Khedira, aber auch Hövedis. Ich zitiere das mal. Der Khedira sagte, das war halt ein ausgezeichnetes Spiel von Kimmich gewesen, mit sehr viel Mut nach vorne. Der Müller sagte, für eine Premiere war es hervorragend. Und selbst Hövedis, der wie gesagt rausrotiert worden ist, sagte, es sei die richtige Entscheidung gewesen des Trainers, ihn auszuwechseln und dafür Kimmich einzuwechseln. Beim Spiel am Sonntag dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Sogar der Rasen ist ausgewechselt worden, was den Deutschen entgegenkommen müsste gegen die Slowakei.